Eine Theke, einen Plattenspieler und Boxen gab es von Anfang an im Schwutz, dem alternativen Schwulenzentrum, 1977 in West-Berlin gegründet. Aber da ging es nicht einfach nur ums Partymachen. Trümmertunden führten politische Diskussionen, Aufklärungskampagnen gegen AIDS wurden dort organisiert. Das Schwutz ist schon lange eine Institution, die auch ein paar Umzüge verkraftet hat. Zuletzt vom Mehringdamm in den Neuköllner Rollbergkiez. Und heute Abend und bis morgen früh feiert das Schwutz seinen 40. Geburtstag. Mittendrin prominente Gäste, aber auch fröhliche Seniorinnen und Senioren aus der Nachbarschaft und meine Kollegin Christina Heikapell. Wie könnte man besser Geburtstag feiern als mit so einer Geburtstagstorte? Und von der, da gab es gleich 40 Stück, eine für jedes Jahr gebacken von den Senioren gegenüber im Seniorenheim. Die sind dann heute Abend mit ihren Rollatoren hier über die Straße gejuckelt und haben mit einem Ständchen die Torten übergeben und herzlich gratuliert. Hoch sollen sie leben, oh. Hoch sollen sie leben. Steht sich nämlich sehr gut hier in der Nachbarschaft, schon seit 3 Jahren. 40 Jahre gibt es das Schwutz, steht nicht nur für Party, sondern auch für ja, eine bewegte Geschichte der homosexuellen Bewegung, aber eben auch für Party. Jessica Parker, Sie sind ja immer Teil der Party hier. Wofür steht das Schwutz für Sie? Das Schwutz steht für mich für eine gute Freundin, einen guten Freund. Ich arbeite seit 15 Jahren mit dem Schwutz zusammen. Und das Schwutz war die erste Lokalität, wo ich damals aufgetreten bin. Und seitdem ist es eine Liebesgeschichte und ich möchte hier niemals weg. Herr Wowereit, auch Sie haben ja mit einem bedeutenden Satz, ich bin schwul und das ist auch gut so, ja, eine Ära geprägt. Die letzten 40 Jahre Schwutz, wenn Sie so zurückblicken, inwiefern hat sich das verändert? Inwiefern ist die Situation besser, anders geworden? Ja, viel anders und viel besser. Es ist eine wirkliche Erfolgsstory, eine Emanzipationsbewegung. Nur wir dürfen immer nicht so denken, dass das alles so selbstverständlich war und so leicht und locker. Es war sehr politisch von Anfang an. Es war umstritten. Es kamen die Zeiten von HIV und AIDS, ganz schwierige Zeiten. Und man musste sich immer wieder finden, aber man war auch immer ein Ort, wo gerade schwule, lesbische Menschen sich begegnen konnten und wo sie einen Schutz bekommen haben und trotzdem die Lebensfreude leben konnten. Und das war wirklich immer der Schwutz. Es ist gar nicht so einfach zu definieren. Das ist eben nicht eine kommerzielle Einrichtung wie Kneipen oder andere Bars, sondern das ist immer auch eine Philosophie, die dahinter steht. Die Philosophie, die ist ja auch jahrelang sehr, sehr groß geschrieben worden. Und genau das ist das Schwutz eben auch, eine politische Institution. Florian Winkler, um die nächsten 40 Jahre Schwutz, was sind da die großen Ziele, die großen Träume? Ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu tun, gerade im Jahr 2017, in dem man ja die AfD jetzt wieder im Bundestag hat. Da wird es umso wichtiger, wieder für die queeren Rechte zu kämpfen. Das ist ja eher ein Rückschritt als ein Fortschritt. Und deswegen werden wir sicher auch die 40 nächsten Jahre unbequem bleiben, wie wir das bisher auch waren. Das also die Ansage für die nächsten 40 Jahre Schwutz. Heute geht es hier mit einer großen Party ab 22 Uhr los und das natürlich wie gewohnt schrill und bunt.